Was ich Ihnen auch gleich noch zeigen muss, ist, ich habe ja gesagt, der Satz von Peano sagt, es gibt eine Lösung. Der Satz sagt aber nicht, dass es eine eindeutig bestimmte Lösung gibt. Darum schreibe ich Ihnen jetzt mal als Beispiel, das ist auch so ein Standardbeispiel, eine Differentialgleichung hin, bei der die Funktion stetig ist. Wir gucken uns da auch mal das Richtungsfeld an und dann werden wir schon grafisch erkennen können, dass es mehr als eine Lösung geben muss. Also das ist meine Differentialgleichung, y' ist zweimal die Wurzel von Betrag von y. Also xy, auch wenn da nur y vorkommt, zweimal, die Wurzel brauche ich vielleicht noch. Zweimal Wurzel von Betrag von y. Das ist meine Differentialgleichung, also meine rechte Seite. Und machen wir mal minus 2 bis 2 in beiden Bereichen. Dann bekommen wir dieses Bildchen hier. Das Problem bei dieser Differentialgleichung ist, wenn Sie irgendwo anders einen Anfangswert nehmen, geht das gut. Aber wenn Sie den Anfangswert gerade auf den Punkt 0, 0 legen, also hierhin, dann bekommen Sie viele verschiedene Lösungen. Vielleicht, bevor ich da irgendwas einzeichne, haben Sie ja eventuell irgendwelche Vorschläge. Also nur anhand der Pfeile haben Sie eine Idee, was man hier als Lösung durchlegen könnte. Das Bild ist nicht so toll, weil es relativ wenige Pfeile sind, aber vielleicht können Sie irgendwas erkennen. Also einfach eine Funktion, die durch den blauen Punkt geht und die sich an die Pfeile hält. Sie denken an sowas hier, ne? Ja, das sieht so aus wie x hoch 3, ist eine etwas andere Funktion, aber auf jeden Fall haben Sie das Richtige gesehen. Man könnte diesen Pfeilen hier folgen und dann so irgendwie, ne? Sowas in der Art, ich habe es jetzt auch nicht so genau gezeichnet. Das Ding ist im Prinzip x Quadrat, also auf der rechten Seite haben Sie x Quadrat, auf der linken Seite haben Sie minus x Quadrat. Das passt ja auch eher, weil da oben eine Quadratwurzel und keine Kubikwurzel steht. Aber das ist eine Lösung, die man bekommen könnte. Können Sie noch andere Lösungen erkennen? Genau, das geht nämlich auch. Man kann einfach hier eine Linie durchziehen, die auch durch diesen Punkt geht. Das wäre also auch eine Lösung. Und der Witz ist, wenn Sie diese beiden Lösungen haben, dann können Sie auf einen Schlag noch unendlich viele andere Lösungen bauen. Sie können nämlich zum Beispiel hier hochlaufen und dann landen Sie irgendwann auf dieser Linie und dann verlassen Sie die Linie zum Beispiel hier hinten wieder. Also diese grüne Funktion geht von hier bis hier, dann läuft sie auf der roten lang und hier geht sie wieder ab. Dann haben Sie schon drei Lösungen. Und wenn Sie dieses Prinzip mit der grünen Lösung verstanden haben, dann sehen Sie, dass Sie auf einen Schlag unendlich viele Lösungen finden. Das heißt, dies ist eine Funktion, die die Voraussetzung des Satzes von Peano erfüllt, ist alles schön stetig. Aber der Satz von Peano sagt eben nur, es gibt eine Lösung. Er sagt nicht, dass es eine eindeutige Lösung gibt. Also es geht mir jetzt auch nicht darum, dass wir das wirklich durchrechnen, sondern nur, dass man mal sieht, dass der Satz von Peano alleine nicht garantieren kann, dass es nur eine Lösung gibt. Der Bösewicht sozusagen beim Satz von Peano, der Grund, warum es mehr als eine Lösung geben kann, ist der Begriff Stetigkeit, weil Stetigkeit ein zu schwacher Begriff ist. Man muss mehr fordern, damit man Eindeutigkeit bekommt. Darum muss ich noch mal kurz was zur Stetigkeit sagen. Ich erinnere Sie noch mal, was Stetigkeit bedeutet. Ich zeichne mal eine Funktion hier hin. Ich nehme mal sowas wie eine Hyperbel. Und Stetigkeit bedeutet doch, ich kann mir hier was vorgeben. Also ich nehme erstmal einen Punkt auf der Funktion. Sagen wir mal, wir legen hier einen Punkt hin. Das ist mein Punkt x0 und dazu gehört ein Funktionswert y0. Stetigkeit heißt, ich kann mir hier einen kleinen Bereich drum wählen, um y0 rum, sodass die Punkte höchstens epsilon von y0 entfernt sind. So, das heißt, die Gesamtbreite hiervon ist 2 epsilon. Dann kann ich immer, das heißt stetig, einen dazu passenden Bereich auf der x-Achse finden. Der kann größer oder kleiner sein. Machen wir es mal so. Das nennt man typischerweise Delta, sodass, wenn die Punkte unten weniger als Delta von x0 entfernt sind, die Funktionswerte garantiert weniger als Epsilon von y0 entfernt sind. Also grafisch bedeutet das, die Funktion kann dieses Rechteck nicht verlassen. Sie darf dieses Rechteck nicht verlassen. Also
Es geht so rum. Ich will wissen, ob die Funktion in dem blauen Punkt stetig ist. Ich gebe Epsilon vor, also ich gebe die Höhe des Rechtecks vor. Dann kann ich immer eine dazu passende Breite finden, sodass das Rechteck insgesamt, bei dem der Punkt nun genau in der Mitte liegt, eins ist, aus dem die Funktion nicht raus kann. Das besagt Stetigkeit. Und Stetigkeit besagt, egal welches Epsilon Sie nehmen, also egal wie klein ich das Epsilon mache, ich finde immer ein passendes Delta dazu. Natürlich wird das so sein, wenn ich das Epsilon kleiner mache, dann wird die Höhe des Rechtecks geringer werden, natürlich wird die Breite dann auch geringer werden, das ist logisch. Ne? Also das ist nicht schlimm. Was hier aber sozusagen schlimm ist und was der Grund ist, warum das bei dem Satz von Peano nicht zur Eindeutigkeit führt, ist, dass die Rechtecke, wenn ich auf der Kurve lang wandere, nicht immer die gleiche Form haben. Wenn ich mir hier einen Punkt wähle, der weiter oben liegt, wo die Funktion deutlich stärker steigt, nennen wir den mal x1 und nennen wir diesen Punkt y1 dazu, und ich gebe mir das gleiche Epsilon vor, also ich versuche mal das ungefähr gleich zu zeichnen wie hier, also ein Streifen der gleichen Breite, dann darf ich nicht das gleiche Delta wie hier unten nehmen, weil die Funktion dann garantiert aus dem Rechteck raussausen würde, sondern ich muss mein Delta viel kleiner machen. Das würde dann so aussehen. Wenn das Rechteck so klein ist, dann kommt die Funktion nicht raus. Aber wenn ich das Rechteck so breit mache wie unten, dann haut die Funktion ab und verlässt das Rechteck. Also bei normaler Stetigkeit, anschaulich heißt das, ich kann an jeder Stelle auf der Funktion mir solche Rechtecke bauen, die dafür sorgen, dass die Bedingungen von Stetigkeit erfüllt sind. Aber was ich nicht hinbekommen kann, ist, dass die Rechtecke immer gleich groß sind. In solchen Fällen wie hier, wo die Steigung sehr groß werden kann. Jetzt gibt es andere Funktionen, die ein bisschen nettere Eigenschaften haben. Das wird auch noch nicht ganz reichen, aber wir kommen der Sache näher. Ich nehme mal als Beispiel die Funktion, an der wir eben gerade gescheitert sind. Das ist, weil ja das mit der Wurzel, diese Funktion sieht ungefähr so aus. Die hat so eine Spitze hier unten, aber stetig ist sie trotzdem. Und wenn Sie jetzt bei dieser Funktion auch solche Rechtecke malen wie hier, dann werden Sie sehen, dass wenn Sie einmal ein Epsilon vorgeben, Sie überall auf dem Funktionsgraphen dasselbe Delta nehmen können. Das bedeutet anschaulich, wenn ich es schaffe, hier an der schlimmsten Stelle sozusagen ein Rechteck zu finden, aus dem die Funktion nicht rauskommt, mit diesem Mittelpunkt, dann kann ich dieses Rechteck auf der ganzen Funktion lang schieben. Ich kann das hier hinlegen und hierhin, immer das gleiche, gleiche Höhe, gleiche Breite mit dem blauen Punkt in der Mitte. Und egal, wo ich das Rechteck hinschiebe, die Funktion kommt aus dem Rechteck nicht raus. Das ist eine bessere Eigenschaft, also eine stärkere Form von Stetigkeit als das, was wir oben hatten, weil das nicht nur besagt, ich kann immer so ein Rechteck finden, sondern weil das in diesem Fall besagt, ich kann immer das gleiche Rechteck nehmen. Ich muss an der schlimmsten Stelle, das ist in diesem Fall die Spitze unten, einmal ein Rechteck finden, und wenn ich das gefunden habe, dann kann ich es auf der ganzen Funktion lang schieben und das klappt immer. Das da oben würde nicht klappen mit der Funktion oben, die wir zuerst gezeichnet haben, weil egal welches Rechteck ich zeichne, wenn ich weiter nach links gehe, die Steigung immer stärker wird. Das heißt, mein Rechteck müsste immer schmaler werden. Es gibt keinen Punkt, wo das aufhört. Diese nette Eigenschaft, die wir hier unten haben, die nennt man gleichmäßig stetig. Also die ist nicht nur stetig, die ist gleichmäßig stetig, und das bedeutet halt anschaulich, dass man, egal wo man auf der Kurve ist, immer mit demselben Rechtecksverhältnis auskommt sozusagen. Das reicht auch noch nicht. Also man könnte jetzt die Hoffnung haben, wenn man den Satz von Peano umformuliert und sagt, wenn die rechte Seite der Differentialgleichung nicht nur stetig, sondern gleichmäßig stetig ist, dann gibt es eine eindeutige Lösung. Stimmt aber auch noch nicht. Sondern man muss noch einen draufsetzen. Das kann man aber auch grafisch sich ganz gut wieder klar machen. Wenn Sie eine Funktion haben, die wirklich ganz brav aussieht, sowas wie das hier. Und ich male da jetzt auch mal wieder so Rechtecke drauf, wie bei der gleichmäßigen Stetigkeit. Dann besagt die Eigenschaft, die wir brauchen, ich kann in diese Rechtecke Diagonalen einzeichnen. Na, da
Das ist gerade noch so hier. Und kann bei diesen Diagonalen, die ich da eingezeichnet habe, immer die obere, die Diagonalen teilen ja das Rechteck in vier Teile auf. Ich kann jeweils den oberen und unteren Teil, sagen wir mal, wegmarkieren. Gleichmäßige Stetigkeit würde bedeuten, wie in dem Bild darüber, die Funktion kann das Rechteck nicht verlassen. Das, was ich brauche, was man braucht, damit man Eindeutigkeit bei Differentialgleichungen hat, ist, die Funktion darf den angemalten Bereich nicht betreten. Also sie darf nicht nur nicht das Rechteck verlassen, sie darf auch nicht in den roten Bereich reinkommen, sondern sie muss immer außerhalb dieser Dinger liegen. Ein Kegel ist das, ne? Also sie darf diesen Kegel, diesen Doppelkegel in Rot nicht schneiden. Das ist eine Funktion, die sich noch braver verhält, als nur das Rechteck nicht zu verlassen. Weil, wenn Sie jetzt hier sich so ein Ding hinmalen, dann könnte die Funktion ja auch so verlaufen. Dann würde sie innerhalb des Kegels hier laufen, aber sie würde nicht das Rechteck verlassen. Na, oben verlässt es jetzt doch, habe ich falsch gezeichnet, aber Sie wissen, was ich meine. Gucken Sie sich den unteren Teil an. Ne? Also diese Eigenschaft mit diesem Kegel bedeutet, dass die Funktion nicht nur in einem bestimmten Bereich bleibt, sondern in diesem Bereich die Steigung auch nicht besonders stark variieren kann. Denn sonst würde nämlich genau das mit dem Kegel passieren. Diese Eigenschaft, die man hier bekommt, die nennt man Lipschitz-Stetigkeit. Benannt nach dem Mathematiker, der sich das ursprünglich mal ausgedacht hat. Also wir haben sozusagen so eine Hierarchie von Stetigkeit. Normale Stetigkeit, noch besser ist gleichmäßige Stetigkeit, noch besser ist Lipschitz-Stetigkeit. Und Lipschitz-Stetigkeit ist die Bedingung, die eine Differentialgleichung erfüllen muss, damit sie tatsächlich lösbar ist. Wenn Sie das als Formel hinschreiben, nennen wir diese Funktion mal h, dann bedeutet Lipschitz-Stetigkeit h von x1 minus h von x2, also der Abstand zwischen zwei Funktionswerten, muss immer kleiner gleich x1 minus x2 sein mal so eine Art Proportionalitätsfaktor. Und dieser Faktor, den nennt man meistens groß L, ist überall derselbe. Dieser Faktor gibt im Prinzip die Steigung von diesem Kegel an. Also das hier hat die Steigung L. Das ist das, was Lipschitz-Stetigkeit Ihnen sagt. Müssen Sie nicht genau im Detail wissen. Das Wichtigste für uns ist eigentlich dann später, dass die meisten Funktionen, mit denen man es zu tun hat, uns den Gefallen tun, Lipschitz-stetig zu sein. Wenn Sie zum Beispiel etwas haben, was stetig differenzierbar ist, ist es automatisch Lipschitz-stetig. Aber ich wollte nochmal klar machen, wo das Problem ist und warum es bei manchen Funktionen klappt mit einer eindeutigen Lösung und bei manchen nicht. Das Bild, was man da oben noch sieht, das gehört zu der Differentialgleichung, die wir vorhin hatten. Y' gleich 2 mal Wurzel von Betrag von x, von y natürlich. Diese Kurve, die ich da gezeichnet habe, ist gerade 2 mal Wurzel von Betrag. Und die hat das Problem, dass sie an dieser Stelle hier, ich kreise das mal ein, sehr spitz zuläuft. Wenn Sie sich das vergrößert vorstellen, dann haben Sie so eine ganz starke Spitze hier. Und ansonsten ist die Funktion okay, aber an dieser Stelle, an dieser starken Spitze, schaffen Sie es nicht, so einen Kegel drum zu legen. Wenn Sie jetzt hier versuchen, einen Kegel drum zu legen, egal wie steil Sie den machen, sehen Sie, dass die Kurve immer innerhalb des kritischen Bereichs verläuft. Denn hier darf sie ja nicht laufen. Ja, und egal wie spitz Sie den Kegel machen, die Kurve schafft es sozusagen immer da reinzukommen. Das ist der Grund, warum Sie an der Stelle, wie wir gesehen haben, keine eindeutige Lösung finden. Der Satz, den ich Ihnen jetzt aufschreibe, der sagt, wenn die Funktion Lipschitz-stetig ist, dann finden Sie mal eine eindeutige Lösung und nicht nur eine Lösung. Also das ist der für die Theorie der Differentialgleichung sehr wichtige Satz von Picard Lindelöf. Ich schreibe den mal in Kurzform hin, der steht ja ausführlich im Skript. Also ich sage mal y' gleich g von x und y, wie bei Peano. Also Sie haben eine Vorgabe wie beim Satz von Peano. Das ist eine stetige Funktion, zumindest in einer Umgebung von x0, y0. Also x0, y0 auch so. Und außerdem muss die Funktion noch eine sogenannte Lipschitz-Bedingung erfüllen, also Lipschitz stetig zumindest bezüglich des zweiten Argumentes sein.
zusätzlich muss gelten im Prinzip das, was ich da eben hingeschrieben habe. Mit so einer Lipschitz-Konstante. Und zwar nur für den y-Teil. Das interessiert mich nur für das eine von beiden Argumenten. Man sagt dann, schreibe ich nicht extra hin, das erfüllt eine Lipschitz-Bedingung für das zweite Argument. Und zwar auch wieder in der Nähe, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gehabt, des Punktes, wo es losgehen soll. In der Nähe von x0, y0. Dann, das ist die Aussage des Satzes von Picard-Lindelöf, ist die Lösung eindeutig. Weil ich hier ja oben geschrieben habe, wie bei Peano wissen wir schon, dass es eine Lösung gibt. Und der Satz von Picard-Lindelöf sagt, dann ist die Lösung eindeutig. Es gibt nur eine Lösungsfunktion, die durch den Anfangswert geht. Und ich sage nochmal das, was ich letzte Stunde schon gesagt habe, das ist natürlich wichtig, eindeutige Lösungen zu haben, wenn Sie mit Ihren Differentialgleichungen irgendwelche tatsächlichen Prozesse modellieren wollen. Denken Sie wieder an unser Kaffeebeispiel oder die Feder, über die wir gesprochen haben. Wenn Sie da eine Lösung rausbekommen, eine Funktion, die jetzt angeblich zum Beispiel das Verhalten von Ihrer Feder beschreibt, aber die Mathematik sagt Ihnen, es kann aber sein, dass es noch andere Lösungen gibt. Welche von diesen Funktionen beschreibt denn jetzt die Feder? Ja? Wenn Sie aber sich sicher sein können, zum Beispiel aufgrund des Satzes von Picard-Lindelöf, dass die Lösung, die Sie da haben, die einzige Lösung ist, dann wissen Sie, das Ding muss sich tatsächlich so verhalten, wenn mein Modell richtig ist. Also, das ist der Satz von Peano und der Satz von Picard-Lindelöf sind eigentlich die zentralen Aussagen, die dahinter stehen, wenn es darum geht, hat eine Differentialgleichung eine Lösung und ist die Lösung eindeutig. Jetzt könnten Sie einwenden, zu Recht, wir haben doch bisher immer nur über solche Differentialgleichungen gesprochen, also ganz einfache. Sie sind erster Ordnung, sie sind explizit. Was ist denn mit Differentialgleichungen höherer Ordnung? Will ich jetzt nicht drauf eingehen, ich sage nur mal ganz kurz, wie man da zu Gleichungen höherer Ordnung geht. Das ist aber alles viel zu kompliziert für das, was wir in diesem Semester noch machen. Zunächst mal kann man statt über einzelne Differentialgleichungen auch über Systeme von Differentialgleichungen sprechen. Das ist so ähnlich wie, als wir übergegangen sind von einzelnen Gleichungen zu Gleichungssystemen. Das heißt, Sie haben mehrere Differentialgleichungen, die etwas über mehrere Funktionen aussagen. Das könnte so aussehen, Sie haben y1' gleich minus 4x plus 3y1 plus y2 Quadrat, dann haben Sie y2' gleich e hoch x minus 2y1 plus Wurzel aus y2. Das wäre ein einfaches System von Differentialgleichungen. Da gibt es zwei unbekannte Funktionen, die eine heißt y1, die andere y2. Und auf der rechten Seite kommen beide Funktionen gemischt vor. Dies wäre auch erster Ordnung. Der entscheidende Punkt ist erstens, die beiden Sätze, die wir eben kennengelernt haben, den von Peano und den von Picard-Lindelöf, kann man verallgemeinern, sodass sie auch für Systeme von Differentialgleichungen immer noch gelten. Dann kann man sie bloß nicht mehr so hübsch zeichnen, wie ich das eben gemacht habe. Und zweitens, man kann eine Differentialgleichung höherer Ordnung immer übersetzen in ein System von Differentialgleichungen niedrigerer Ordnung. Also in der Konsequenz heißt das, die Sätze von Peano und Picard-Lindelöf gelten auch für Differentialgleichung höherer Ordnung. Das will ich aber jetzt nicht alles hinschreiben. Das ist für uns jetzt auch alles nicht mehr so wichtig. Für die Praxis sollten wir uns merken, wenn wir eine Differentialgleichung so hinschreiben können, explizit, auch wenn sie höhere Ordnung ist, dass das, was auf der rechten Seite steht, eine ganz normal aussehende Funktion ist. Etwas, was wir kennen, was aus elementaren Funktionen zusammengesetzt ist, dann wird dafür der Satz von Picard-Lindelöf gelten und wir können davon ausgehen, dass es eine eindeutige Lösung geben wird. Das ist die entscheidende Aussage für uns eigentlich. Und darum können wir jetzt darüber reden, wie löst man sowas denn eigentlich?